Ein kalter, regnerischer Morgen in Mwanza, der zweitgrößten Stadt Tansanias. An dieser Straßenecke erwachen nach und nach rund ein Dutzend Kinder, einige von ihnen nicht älter als 8 Jahre. Wir wissen, wo wir schlafen können, wenn es regnet. Wir wissen, wo es Plätze mit einem guten Dach gibt. In jüngster Zeit ist die Bevölkerung in Mwanza rapide gewachsen, ebenso die Zahl der Straßenkinder. Inzwischen sind es mehr als 400. Auf der Straße erleben sie zwar ein Gefühl von Freiheit, sind aber gleichzeitig oft Opfer von körperlicher und sexueller Gewalt. Der 15-jährige Jamal Yassin ist neu hier. Er ist das Leben auf der Straße noch nicht gewohnt. Kennst du deine Mutter? Nein. Hat deine Großmutter dir von ihr erzählt? Nein, hat sie nicht. Bist du schon mal zur Schule gegangen? Tut mir leid. Es ist normal, dass sich die Kinder an Dinge aus der Vergangenheit erinnern. Das kann ihnen großes Leid bereiten. Armut und auseinanderbrechende Familien sind oft die Gründe dafür, dass die Kinder ihr Zuhause verlassen. Organisationen wie Streetwise bemühen sich, die Kinder zu betreuen. Wir versuchen zwischen den Kindern und ihrem Umfeld, zwischen den Kindern und ihren Verwandten und Eltern wieder Kontakt herzustellen. Jährlich gelingt es der Organisation, etwa 30 Kinder in ihre Familien zurückzubringen. Viele bleiben aber auf der Straße, dort, wo sie sich mittlerweile zu Hause fühlen.